Hallo meine sehr verehrten Lieblingszuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frische Filme. Heute wird es richtig schön bescheuert bei uns, aber auch echt niederschmetternd. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf eins der dunkelsten Kapitel Hollywoods und wir begleiten eine Ein-Mann-Armee bei dem Versuch, London vor fiesen Terroristen zu retten. In diesem Sinne, Film ab! Hab dich! Wer zum Teufel bist du? Mein Bruder! Ich suche dich seit 28 Jahren und jetzt habe ich dich gefunden! Oh mein Gott. Wie wär's mit einem Kuss? Nicht auf den Mund, ich bin nicht aus London. Es ist einfach nicht sein Tag. Erst misslingt das Attentat auf Top-Terroristin Kate und dann muss MI6-Agent Sebastian erfahren, dass er doch kein Einzelkind ist. Beides bringt den Mann so sehr in Bedrängnis, dass er sich zu einer echten Verzweiflungstat überreden lässt. Und zwar taucht er unter bei seinem Bruder Nobby, der vermutlich dümmste Hooligan Englands, der mit seinen 9 Kindern und Wuchtbrumm-Ehefrau in einem kleinen englischen Fischerdorf lebt. Oh, guck mal. Ich bin genau wie Sharon Stallone in Basic Instincts. Keine Angst, der kam nicht aus meinem Popo. Oh. Der aber schon. Kein Problem. Und wer mit Gags jenseits der Gürtellinie ebenfalls kein Problem hat, der darf gerne mit der Spion und seinem Bruder die Welt retten. Die soll nämlich viral ausgedünnt werden. Ich dagegen war von dem Mix aus Elefanten-Gangbang, AIDS-Witzen, Schwulenpanik und Proll-Parodie weniger überzeugt. Denn Sacha Baron Cohen ist als Nobby längst nicht so furchtlos kreativ und entlarvend wie zum Beispiel in seiner Paraderolle als Borat. Im Gegenteil, der Humor, so offensiv er auch ist, wirkt erschreckend oft kraftlos und wie von einem 15-Jährigen geschrieben. Das wollte bei mir einfach nicht zünden. Nicht so wie die Action. Bravo 2, Verfolgung abbrechen. Sofort. Lieber nicht. Wenn etwas an der Spion und seinem Bruder wirklich beeindruckt, dann ist es definitiv der Rabatz, den Transporter-Regisseur Louis Leterrier hier veranstaltet. Man merkt eben einfach, dass ein Fachmann am Werk gewesen ist. So werden die Flach- und Schockwitze dann doch durch ein paar sehr intensive Feuergefechte und Krawallsequenzen aufgelockert, die auch stark an Call of Duty erinnern. Übrigens das Lieblingscomputerspiel von Sacha Baron Cohen. Das und Mark Strong, der so wirkt, als wenn er wirklich Spaß gehabt hätte, werten den Film für mich ein wenig auf. Kurzum, nicht Cohns beste Vollkontakt-Comedy, aber wer nicht mehr will als Sperma, Bier und Ballerei, der ist hier bestens aufgehoben und darf gerne mal einen Blick riskieren. Meine Rankstags sind Sacha Baron Cohen, Agentensatire, Actionkomödie, Elefanten-Gangbang und Ekelhumor. Zum Runterkommen oder wenn es auch deutlich mehr Anspruch sein darf, empfehle ich euch Trumbo. Ein Biopic von Austin Powers Regisseur Jay Roach über den Drehbuchautor Dalton Trumbo. Daran wird erzählt, wie er während der goldenen Ära von Hollywood vom gefeierten Schreiber zur Persona non grata geworden ist. Denn Trumbo war Mitglied der kommunistischen Partei und sollte sich deswegen vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe verantworten. Doch er verweigerte die Aussage und wurde deswegen ins Gefängnis gesteckt. Kein Studio wird jemals ein Mitglied der kommunistischen Partei beschäftigen. Die haben nicht das Recht dazu. Wir werden genau das tun, von dem alle sagen, wir dürften es nicht. Wir arbeiten. Wie ist Ihre Haltung zur schwarzen Liste? Ich stehe drauf. Die schwarze Liste lebt und ebenso der Schwarzmarkt. So viel kann ich auf jeden Fall schon sagen, Trumbo ist nicht unbedingt ein Film für jedermann. Wer sich nicht für diese Zeit interessiert, für den kann dieser Überlebenskampf und Überzeugungskampf schon ganz schön ermüdend sein. Und gerade der Anfang mit all seinen Namen und vor allen Dingen auch Vereinigungen ist auch eher nur für Kinokenner interessant. Aber wer sich davon nicht entmutigen lässt, der erlebt ein paar hervorragende Darsteller in Aktion. Allen voran natürlich Bryan Cranston als wortgewandter und leidenschaftlicher Titelheld. Aber auch Helen Mirren, zum Beispiel als hassenswerte Klatschreporter-Giftschlange oder John Goodman als resoluter B-Film-Produzent, sind wirklich jede Sekunde, die man sie sieht auf der großen Leinwand, ein Genuss. Wenn wir einen großen Film bekommen, können wir alle großen Filme bekommen. Dann hört dieser ganze Mist hier auf. Feuern Sie Dalton Trumbo oder wir werden Sie vom Markt drängen. Ich glaube nicht, dass Sie und ich Freunde werden.
Sie alle, also die Darsteller, eine tolle Ausstattung und Roaches elegante Inszenierung machen diesen Film wirklich zu einem scharfsinnigen Zeitporträt und zu einer nostalgischen Warnung vor dem Überwachungsstaat. Allerdings hätte ich mir doch ein ganz bisschen weniger Routine gewünscht, denn bei Trumbo gibt es einige Bilder und Stationen, die wirklich ein bisschen abgenutzt wirken und die wir aus zig anderen Biopics bereits kennen und dort verwurstelt und verarbeitet wurden. Aber das gleicht Roach ganz adäquat wieder aus, indem er seine ernsten Themen immer mit der Humormarke der Coen-Brüder auflockert. Unterm Strich kämpferisch, witzig und exzellent gespielt. Meine Rankstags sind Dalton Trumbo, Bryan Cranston, Schwarze Liste, Biopic und Kommunistenjagd. Der wirklich härteste Stoff der Woche kommt aus Ungarn und nennt sich Son of Soul. Ein Holocaust-Drama über einen jüdischen Häftling in Auschwitz, der dazu abkommandiert ist, die Ermordung von Juden vorzubereiten und danach ihre Leichen zu entsorgen. Eines Tages muss er mit ansehen, wie ein Junge, der die Gaskammer überlebt hat, von einem SS-Schergen ermordet wird. Danach kennt er nur noch ein Ziel, dem Jungen ein anständiges Begräbnis zu ermöglichen. Ich denke, ob ich mir gefällt, wer er geht, ohne Brickelei käse. Du wirst uns alle verticken. Der Film Son of Soul hat nicht nur vom großen Preis der Jury in Cannes bis hin zum Auslands-Oscar alle wichtigen Preise abgeholt, er ist gleichzeitig auch die ehrfürchtigste, wie intensivste Auseinandersetzung mit dem Holocaust seit Schindlers Liste. Denn Regisseur Laszlo Nemes und seine Kamera bleiben immer ganz dicht dran an der Hauptfigur Soul. Alle Grausamkeiten werden entweder unscharf gezeigt oder über eine brutal präsente Tonspur vermittelt. Genau dadurch erzeugt er ein Kopfkino, das wirklich nur schwer zu ertragen ist. Ein Film, der die permanente Angst, die Unruhe und den Terror wirklich richtig fühlbar macht. Und eine Hölle, die man nie erleben wollte, aber einmal gesehen haben sollte. Allein damit das alles nicht in Vergessenheit gerät oder vor allen Dingen viel schlimmer noch einmal wiederholt wird. Klar, man kann sich natürlich wieder mal darüber streiten, ob Nemes den richtigen Ansatz gewählt hat, um diesen Horror abzubilden. Man kann aber definitiv nicht abstreiten, dass sich Son of Soul auf so eigene wie eindringliche Art und Weise ins Bewusstsein bohrt. Ein beeindruckendes und wirklich grandioses Regiedebüt. Meine Rankstags: Laszlo Nemes, Holocaust-Drama, Auschwitz, Angst und Kopfkino. Zu guter Letzt wird es dann aber doch nochmal bei uns ein bisschen leicht. Ehrlich gesagt sehr, 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 sehr leicht. Denn London Has Fallen, die Fortsetzung von Olympus Has Fallen, erzählt im Prinzip genau die gleiche Story wie sein Vorgänger, nur er tauscht lediglich den Schauplatz. Washington gegen London und die koreanischen gegen die arabischen Terroristen aus. Der Rest ist Business as usual. Die Secret Service Ein-Mann-Armee Benning muss abermals US-Präsident Usher retten und darf dabei so richtig schön die Sau rauslassen. Ein Angriff hat heute die britische Hauptstadt erschüttert. 5 Staatsoberhäupter der Welt sind nun tot. Bei mir bleiben! Wir bringen sie heraus! Der amerikanische Präsident wird derzeit vermisst. Es soll nicht wie ein Verriss klingen, aber London Has Fallen ist wirklich einer der beklopptesten Actionfilme der letzten Jahre. Als hätte man nichts aus den Fehlern des ersten Teils gelernt. Es beginnt allein damit, dass wir wirklich glauben sollen, dass wirklich jeder Bereich der britischen Polizei und vor allen Dingen auch der Armee von den Terroristen infiltriert wurde. Dass es nicht auffällt, dass Benning seinen Chef nicht beschützt, sondern lediglich im Prinzip von einem Gefahrenherd zum nächsten führt. Oder dass es schon nicht so schlimm ist, wenn das digital zerstörte London aussieht wie ein angekokeltes Modell im Miniaturwunderland. Obwohl das Miniaturwunderland ist wirklich sensationell, muss man dazu sagen. An jene, die unsere Freiheit bedrohen. Amerika wird aufbegehren. Alles klar und los! Und täuschen Sie sich nicht. Wir werden Sie finden. Und wir werden Sie vernichten. Was ich allerdings positiv anmerken kann, hier geht's wirklich ordentlich
zur Sache. In Sachen Krawall wird hier etliches und einiges aufgefahren und zwischendurch zündet dann auch der ein oder andere One-Liner. Dennoch sucht man vergeblich nach solch denkwürdigen Zitaten wie zum Beispiel "Wir spielen jetzt Arschlecken und du fängst an." Stattdessen gibt's wieder jede Menge Pathos, Parolen und Patriotismus, also die Art von Film, die Donald Trump sich definitiv gerne ins Regal stellen würde. Wer allerdings sein Hirn nicht nur ausschalten, sondern gänzlich zu Hause lassen möchte, der kann sich diesen Desaster-Porno wirklich gerne hingeben. Ihr wisst ja jetzt, worauf ihr euch einlasst. Und das sind meine Ranks-Tags. Gerard Butler, Aaron Eckhart, Stirb langsam in der Großstadt, Terroranschlag und Hurra-Action.